Hi liebe Zuschauer, ihr seid bei Wilhelmshaven Vlogs. Heute zeige ich euch die Südstadt von Wilhelmshaven. Dort findet man hier einige Exemplare, die noch davon zeugen, wie Wilhelmshaven vor dem Zweiten Weltkrieg ausgesehen hat. Viel Spaß mit dem Video. Im Mittelpunkt des Stadtteils errichtete Kaiser Wilhelm II. Höchstpersönlich im Jahr 1869 die Christusgarnisonkirche. 1872 wurde sie geweiht als St. Elisabeth-Kirche, weil sie damals noch katholisch war. Und ja, 1959 erhielt sie nach der Neuanweihung, weil Wilhelmshaven 1956 mit dem Bau der Militärbasis Heppenzer-Gohden erneut Marinegarnison wurde, den Doppelnamen Christus-Garnison-Kirche. In dieser Kirche ist die Besonderheit, dass da schon deutsche Militärgeschichte geschrieben wurde. Ja, die schauen wir uns jetzt mal von innen an. Schaut mal, da oben ist die Christusfigur im Eingang. Deswegen heißt die auch Christus-Garnison-Kirche und nicht einfach nur Garnison-Kirche. Also Barrierefreiheit ist hier auch nicht gegeben, muss man ehrlich sagen. Aber auch hier an der Innenwand erkennt man wunderbar an den ganzen Tafeln hier und an den Schiffswappen, dass die Kirche mal eine Militärkirche war, beziehungsweise es ist ja immer noch hin, aber ja, wie gesagt, dass die Thematisierung so durchgesetzt haben und das hier, obwohl der Zweite Weltkrieg eigentlich hier viele Lücken gerissen hat, finde ich schon geil. Da oben ist auch so eine Ausstellung zur Kirchengeschichte, da darf man aber nur bei Kirchenführung hoch. Und hier ist ein Grab, und zwar das ist das Grab der anonymen Seemänner, also anonyme Seefahrer, genau, ne? Vom Militär, die müssen ja nicht alle hier, ne? Da steht da Gewissen. Also die Orgel kann ich mir schon vorstellen, dass sie schon wesentlich älter ist. Das heißt jetzt hier 1900 irgendwas. Hier, also vor allem diesen Satz erkennt man das noch. Sie starben, sie kämpften, sie leben. Und was auch noch eine Besonderheit ist, was ihr sicherlich schon gesehen habt hier an den Bänken, das sind die Schiffswappen. Das sind so verschiedene Markenzeichen von ehemaligen Militärschiffen, die es heute gar nicht mehr gibt. Jetzt zum Beispiel hier die Tierpitz, die ist hier in Wilhelmshaven gebaut worden. Ich dachte mal, es wäre die Bismarck, aber nee, die Bismarck ist ja in Hamburg gebaut worden. Diese ganzen uralten Militärfregatten, die es heutzutage gar nicht mehr gibt, die haben fast alle Städtenamen haben aus Deutschland und Umgebung, wahrscheinlich aus Polen oder so, hier. Also das ist echt eine sehenswerte Kirche, muss ich sagen, von denen. Schade, dass man auf das Südschiff nur bei Kirchenführung raufkommt. Hier, das sind heute diese riesigen Eisbrecherschiffe. Oh, die Fregatte Rheinland gab es sogar auch, das wusste ich gar nicht. Es gibt echt hier verschiedenste Militärfirmen. Fregatten, die hier alle aufgezählt sind auf den Bänken. Müsste ich mich vielleicht mal reinlesen, um das Thema besser zu verstehen, aber trotzdem dann die Thematisierung, dass sie das so durchgesetzt haben in dieser Kirche und dass das bis heute noch anerkannt wird und erhalten ist, das ist mega. Und auch hier am Platz vor der Kirche erkennt man, an dass die Kirche mal dem Militär gehört hat. Welche Kirche hat denn sonst ein solch quadratisches Grundstück, was so schon so ziemlich ein Schachbrett ähnelt? Diesen Ort da nennen viele Wilhelmshavener Alte Post. Denn hier, da stand früher mal ein kaiserliches Postamt zusammen mit dem kaiserlichen Rathaus, das hier vorne stand. Und beide Gebäude wurden leider hier bei einem schweren Bombenangriff 19
1941, am 15. Februar 1941, komplett zerstört. Als einziger hat die Christus-Garnisonkirche da überlebt, als einzige hier von den ganzen Gebäuden. Und das hat natürlich, wenn ich auch überlebt würde, ich weiß nicht, ob das überlebt hat oder war nur vor so einem Originalzustand wieder aufgebaut wurde, kann ja auch sein. Jedenfalls, hier ist der Kaiser Wilhelm Platz, so, hat so der, ja, der auf Platz, ich, ne? Also ich sage es einfach mal, weil der Kaiser Wilhelm Platz ist ja eigentlich davor, oh, ne? aber hier sage ich jetzt mal, alles so, ja, ist so, wo der ehemalige Rathausplatz, ne, von früher, ne? Auch und hier, also an den Zeichnungen konnte man sehen, wo das Rathaus mal gestanden hat. Das hier wird, denke ich, der Turmbereich vom Rathaus gewesen sein. Ja, die haben das ganze Gebäude hier, der zumindest den Teil bis zur Straße nochmal ordentlich nachgezeichnet wird, als sie den Platz an der Rheinstraße, der Ecke Göckerstraße, renoviert haben. Und ja, da ist der Brunnen, der zurzeit immer noch nicht an ist, der Kaiser Wilhelm Brunnen. Ja. Weil, also, und daran erkennt man noch, Leute, guck mal, daran erkennt man noch, dass hier in der früheren Zeit mal die Polizei drin war. Die sind ja jetzt auch schon seit einigen Jahren nicht mehr hier drin. Also, und hier, so sah das Rathaus früher aus hier. Vor allem, oh, guck mal, wie geil dieser Platz einfach aussah. Und vor allem, wie belebt das hier noch war. Als hier auch noch eine Straßenbahn entlang gefahren ist, die Straßenbahn gibt es ja heutzutage auch nicht mehr. Den Bunker hat man auch einfach nur von außen irgendwie ein bisschen verziert, hier, damit er jetzt nicht so, ich sag jetzt mal, nicht so eintönig aussieht, wenn man darauf schaut. Da sind auch noch mal ein paar interessante Bilder zu sehen. Pausiert, wenn ihr lesen wollt. Das hat doch echt nur ein schönes Ensemble gegeben, ne? Als das Rathaus noch da stand mit der Christus-Garnisonkirche im Hintergrund. Ich denke, die Türme waren alle mit 55 Metern leicht hoch. Und hier sind auch noch viele alte Gebäude, besonders in der Rheinstraße, die noch davon zeugen, wie Wilhelmshaven früher ausgesehen hat und wie es heute noch aussehen würde, hätte der Zweite Weltkrieg keine Lücken gerissen. Ja, schade eigentlich, ne? aber das ist trotzdem noch schön anzusehen, dass hier noch so viele schöne alte Gebäude erhalten sind. Ja gut, schön sind sie jetzt eigentlich nicht mehr alle hier, aber ja, ein paar sind echt noch auch toll erhalten hier und davon sind sogar recht viele hier in der Südstadt noch gut erhalten. Aber besonders fällt das in der Rheinstraße und in der Weserstraße auf. Die Südstadt von Wilhelmshaven wird auch von vielen als Gangviertel betitelt. Allerdings finde ich den Begriff Gangviertel hierfür, also, und dass es hier so gut noch aussieht, echt etwas sehr weit hergeholt. Ich meine, ja klar, hier leben manchmal schon sehr kriminelle Menschen, aber sind ja nicht alle Kriminelle, die hier leben. Und deswegen finde ich es halt auch übertrieben, dass man das hier als Gangviertel bezeichnet. Ihr wart noch nie in GTA 5 in der Grove Street, wenn ihr das hier als Gangviertel bezeichnet. Ja klar, es gab euch mal einen, der unter mein Video vor 2-3 Monaten geschrieben hat, Südstadt hat Ganghut voller Life. Ja klar, das stimmt ja auch so. Also so vereinzelt leben wir schon mal. Aber um das als Gangviertel zu betiteln, dann müsste hier schon alles voller Gangs sein, das ist nicht. Aber ja, so genug von Gangs geredet, ne? Ja, hier, das gehört alles noch dem Militär. Ne? Das erkennt man noch am Stil, dass alles dem Militär gehört noch. Ja, ich finde es ja auch schön, dass die hier das kaiserliche Theming in der Südstadt noch gut beibehalten haben. Die auch Hafenwerft. Ja, so, das ist ein Start-up und Coworking-Unternehmen. Die Trauerweide, finde ich auch nicht mal schön. Wisst ihr, warum es ein Bierkennbaum ist? Weil man da Bierpower dran machen kann. Also,
Oh ja, also hier war früher auch mal ein beliebtes Kneipenviertel. Ja, Kneipenviertel war hier früher auch noch. Weil früher auch mal mit richtig guten Kneipen, die mittlerweile aber nicht mehr das sind, was sie mal waren. Meiner Meinung nach, da in diesen Kneipen, da hängen nur noch Idioten rum, ja klar. Also so ein paar vereinzelte Kneipen sind hier schon noch hier. Ich sag mal, weil die hier nicht so tolle Exemplare sind. Aber, na Leute, das ist ja, ja, ich meine, es gibt zwar, ich meine, Rockfisch war früher mal gut und ja, die sind mittlerweile echt schlecht geworden, seitdem sie den Betreiberwechsel hatten. Gibt es diese Kneipe überhaupt noch? Also ich weiß es ja nicht, was die Kneipe noch gibt. Da sind noch viele uralte Gebäude, die ja hier auch die Südstadt mitprägen. Ja, man kennt's halt. Und da ist das Gas- und Elektrowerk in Wilhelmshaven, das hier in Wilhelmshaven und die Umgebung mit Wasser, Gas, Strom und Elektro hier versorgt. Ja, Elektrizität wollte ich schon sagen, das stimmt aber auch, dass Elektrizität ist. Schau mal Leute, da drüben ist das Marinearsenal. Früher war da mal so eine Kriegsschiffwerft, die ja Kriegsschiffe gebaut hat, wie das der Name schon gesagt hat. Und ich sag's mal, durch dieses Areal ist Wilhelmshaven quasi aus dem Boden gesprießt. Und deshalb, weil hier der größte Arbeitgeber damals hier die kaiserliche Kriegsmarinewerft war die heutzutage das Marinearsenal ist, hier hat auch alles, hat auch Städtebau hier im Süden angefangen und weitete sich dann immer weiter nach Norden, Westen, Süden irgendwie so in die Richtung aus. Ja, deswegen hat auch Wilhelmshaven als einzige deutsche Stadt ihr Zentrum im Süden der Stadt, muss man mal ehrlich zugeben. Das wissen viele ja auch nicht. Und vor allem, das fällt auch vielen gar nicht auf. Dadurch, dass sie hier nur zum Shoppen sind und dann jetzt einfach nach wenigen Tagen wieder abhauen. Und ja, dass Wilhelmshaven auf dem Reißbrett geplant wurde, kennt man noch an vielen Stellen in der Stadt, denn hier gibt es, sag ich mal, kaum schräge Straßen, also fast nur gerade Straßen, wie auf so einem Brett. Und ja, hier die in der Südstadt, wo ich jetzt gerade bin, sind teilweise echt wilhelminisch noch geprägt, ne? So, ja, Wilhelmine, ich sag mal, ich weiß auch nicht, wer sich den Begriff wieder ausgedacht hat, aber ja, ist dann halt so. Hier auf der rechten Seite findet sich das Le Orient, das ist ein libanesisches Restaurant, das kann ich euch nur empfehlen. Und direkt nebenan hier die Weinprobe, hier kann man so verschiedene Arten von Wein probieren, denn sei es hier italienischer Wein, toskanischer Wein, spanischer Wein, alle viele möglichen Weine kann man da probieren. Und das da erinnert noch an die Südzentrale, die früher mal da gestanden hat, wo heute das Betongebäude steht. Schade, dass sie die das abgerissen haben. Also da gehe ich mal von aus, dass hier irgendwas mit Heizkraftwerk, also so ein Heizgerät war, denke ich mal. Weil die Südzentrale war ein Heizkraftwerk in Wilhelmshaven. Ein weiteres besonderes Bauwerk, was neben der Christus-Garnison-Kirche die Kaiser-Wilhelm-Brücke aus den Jahren 1905 bis 1907 ist, prägt die Südstadt sehr. Diese Brücke ist auch schon seit über 100 Jahren hier der touristische Anziehungspunkt von Wilhelmshaven und verbindet die Stadt und den Hafen seit über 100 Jahren, also fast 200 Jahre müssen das bald sein hier über, also mit dem Strand und so. Ja, also hier der technische Daten zur Brücke. Die Brücke ist die längste Doppeldrehbrücke Europas mit einer Spannweite von 159 Metern. Und ja, seit 1909 treibt das Drehwerk einen Elektromotor an, was ja auch vielleicht mal eine wahnsinnige Erleichterung war. Aber nachdem man es damals immer von Hand drehen musste, wollt ihr eigentlich mal einen Einblick in dieses Drehwerk bekommen? Und wenn ja, dann frage ich mal bei den Brückenwärtern nach, ob das mal möglich ist für mich oder ob die mir mal Bilder zu schicken können von da drin, vom Inneren des Drehwerks, weil mich würde das schon dann auch mal interessieren, wie das aussieht. Da drüben ist das Marinemuseum mit dem Zerstörerschiff Mulder, das 1969 von den Amerikanern gebaut wurde.
Und der, hier ist ein Trockendock, da wird ein Schiff repariert. Und zwar, ich glaube, es ist das Feuerschiff Weser, was da repariert wird. Der Verkehr hier auf der Brücke, der wird seit hier über 100 von Jahren, weil der nur einspurig leitbar ist, hier so geleitet. Und zwar, hier das ist halt so, ohne der wird folgendermaßen geleitet. Wenn jetzt die Seite wieder grün hat, hat die Seite rot. Und andersherum ist das genauso. Aber hier Fußgänger und Radfahrer sind von dieser Regelung jedoch ausgeschlossen, weil für die noch genug Platz ist. Ich verstehe auch nicht, warum die Stadt Wilhelmshaven die Brücke für den hier Autoverkehr nicht gesperrt hat. Das wäre doch auch mal eine coole Maßnahme. Hier ist Hafenbecken des Pontekais, der auch die Südstadt prägt. Und ja, hier hat man halt mega Aussicht tatsächlich. Jetzt bin ich hier übrigens am Pontekai, mit Blick auf diese Brücke, wenn man von da kommen würde. Aber da jetzt nach da geht, hat man hier keinen Blick mehr auf diese Brücke. Und Leute, hier, das ist übrigens hier auch seit 1872, glaube ich, so ein Teil des großen Wilhelmshavener Hafens. Weil den gibt es ja schon ganz lange. Früher war das hier sogar noch ein Kriegshafen, weil ich das Marineasenal noch bis hier ausgedehnt hat. Ja, damit hier die ganzen Fregatten und so anlegen konnten. Und Wilhelmshaven ist übrigens, hat übrigens den einzigsten Tiefwasserhafen Deutschlands, der Tide unabhängig angefahren werden kann. Aber hier ist jetzt auch nicht so viel los, wie jetzt, wenn zum Beispiel dieses große Segelfest ist oder auch Wochenende an der Jade. Ja klar, ist ja auch nicht Hamburger Hafen oder so. Und da ist ja jetzt nicht vergleichbar mit Hamburger Hafen, aber ab und zu stehen hier schon mal die ein oder anderen Schiffe. Und die Stadt hat sich übrigens auch, beziehungsweise das Küstenmuseum hat sich auch mal Gedanken gemacht, da vorne einen Museumshafen, also hier draußen Museumshafen zu machen. Also die haben zumindest schon mal den ersten Bereich vorne am Küstenmuseum fast fertig, den wir uns jetzt auch gleich mal anschauen werden. Aber hierzu wohnen wir doch, weil mit Hafenblick so ziemlich, ja klar, hast du auch mal den Wind im Arsch, wenn man zum Beispiel hier, wenn es richtig windig ist. Und hier steht noch ganz viel Schiffsausstattung rum. Schiffsausstattung, das heißt, das hier ist irgendwie so ein Tisch, Deckel, keine Ahnung, was auch immer. Aber ich denke mal, das vielleicht mal so ein Ding zum Schachteingang war. Ich finde jedenfalls schön, dass man hier Schiffsausstattung sieht, die man sonst nie irgendwo sieht, weil die ja unter Wasser versteckt sind alle. Den Spielplatz hier hat man auch in 1980er Jahren entfernt, weil hier zu wenig Kinder mal gespielt haben. Und weil es war ja auch kostenaufwendig war. Ich war den sehr kostenaufwendig, war einen schwierigen Stand zu halten. Und das ist eine Schraube. Also, ihr kennt ja sicher so ein Schiffsrad, ne? Das die Schiffe immer antreibt. Die sieht man ja sonst nie, weil die ja mal unter Wasser sind. Es gibt aber noch größere von diesen Dingern, aber die ist schon recht groß. Von welchem Schiff war die? Steht das hier? Das war eine von einem Baggerschiff. Also es gibt natürlich auch von diesen Schiffsschrauben, weil es ja unterschiedliche Arten von Schiffen gibt, auch unterschiedliche Arten. Die müssen ja auch hier perfekt auf die Größe des Schiffes abgestimmt sein. Ich sage jetzt mal, eine kleine Yacht kann jetzt hier nicht so eine Riesenschraube da haben. Was hat das hier denn für eine Bedeutung? War das mal so ein Pegelstandanzeige oder was? Die sind auch schon fast fertig hier mit dem Museumshafen am Küstenmuseum. Ich weiß gar nicht, was da für Schiffe kommen sollen, aber ich denke mal, da werden mit Sicherheit schon einige interessante Schiffe auf einen zukommen, sodass man da vielleicht auch mal drauf filmen würde auf den Schiffen. Und vielleicht mache ich davon ja sogar mal ein separates Video über und erzähle da ein bisschen was über die Geschichte der Schiffe. Schaue mir das ein bisschen die Ausstattung an, wenn ich es darf. Ne? Ja, ich habe auch schon mal hier eine Anfrage an das Küstenmuseum, das sich hier rechts befindet, nicht geschickt, ob ich da mal filmen darf. Und hier bisher noch keine Antwort bekommen, weil ja, ich muss mich da irgendwie mit der ja, mit,
mit der Pressesprecherin auseinandersetzen, aber ja, das ist mir momentan einfach ein bisschen zu blöd. Ich versuche das irgendwann nochmal, wenn der Hafen hier fertig ist. Ich meine, an sich ist es ja keine schlechte Idee, hier so vom Museumshafen ins Bauen, aber die Treppenpromenade, da hätte man auch ein bisschen größer machen können und man hätte da vielleicht ein paar Tafeln, vielleicht hätte man noch ein paar Tafeln auf mit den Infos zu den Schiffen, die kommen. Und wer weiß. Und da vorne im ehemaligen Torpedolager aus, welches heute ein Theater ist, es wird wahrscheinlich erstmal Eis geben und ja, das wäre dann auch erstmal das Highlight für mich, weil ich habe jetzt echt irgendwie Hunger auf Eis, ne? Ja, bei dem heißen Wetter. Wir haben jetzt so knackige über 10 Grad, würde ich mal sagen. Aber es ist richtig toll, ne? Also, wenn man wieder so schönes Wetter haben und der Frühling jetzt so richtig Fahrt aufnimmt, damit man wieder schön Eis essen kann, ne? Ja. Vielleicht gehe ich da oben auch hin auf die Terrasse, weil da haben wir bestimmt einen super Ausblick. Ja geil, Mann, erstmal Eis. Alter, mit dem Ausblick noch geiler. Nachdem ich da vorne jetzt im alten Torpedolagerhaus Eis gegessen habe, hab das von mir eine 5-Sterne-Bewertung bekommen, und weil es sehr, sehr lecker war und auch weil die Bedienung da richtig freundlich ist. Und ja, ich sag jetzt mal, also das freut mich immer, wenn die Bedienung so richtig freundlich ist. Geht es jetzt noch eben in die Marktstraße, die befinden sich rund hier 200 Meter da hinten. Hinten und da, ja, da wollte ich noch ein bisschen gucken, was es da so Neues zu kaufen gibt. Gibt bestimmt nichts Besonderes, aber man kann ja einfach so just for fun mal in die Läden reinschauen, ob die irgendwas Besonderes im Angebot haben. Da gehe ich zwar nicht von aus, aber ja, schauen ist immer mal das Richtige. Man muss ja nicht immer kaufen, sondern man kann einfach nur so einen kleinen Bummel machen durch die Stadt. Warten, mal gucken, was da jetzt alles los ist. Weil ich meine, ich bin sicher, da ist viel los bei dem Wetter. Hier ist so ein uralter VW Käfer. Weil der überhaupt noch TÜV hat, wundert mich. Ja, gut, wenn der noch funktioniert, ne? Das war's vom Vlog, Leute. Lasst ein Like da, wenn euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, wenn ihr mehr aus dem Hafen und der Region sehen wollt. Und läutet die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Vlog. Ciao.